Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu der vermutlich letzten Aufnahmesession. Ich weiß es natürlich nicht ganz genau, könnte sein, dass es noch mehr Aufnahmesessions gibt oder noch eine mehr oder noch zwei mehr, keine Ahnung. Ich habe aber im Gefühl, dass das eine der letzten Aufnahmesessions wird. Also ich bin fast schon der Überzeugung, dass das hier die letzte Aufnahmesession ist. Dass wir jetzt schon in den Endkampf, auf den Endkampf zugehen. Und ja, wir haben, oh Gott, keine Nebenmissionen mehr hier. Also müssen wir jetzt dahin. Zum Empirischen Thron. Okay, und wie kommen wir dahin? Oh nee, das ist da. Ja, wo wir das erste Mal wieder... Nee, das nicht das erste Mal. Ja, da wo wir das erste Mal gegen Artorius wieder kämpfen durften. Weil das erste Mal getroffen, wollte ich sagen. Ah, ich mag die Haare. Das erste Mal getroffen, aber beim Getroffen... Und das war ja schon da, wo er da die Rede gehalten hat, ne? Wenn ich mich recht entsinne und erinnere, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist unser Schiff wieder da. Hallo? Sieg verloren. Schatz gefunden auf einen. Auf den Centurio-Inseln entdeckter rätselhafter Kristall, der angeblich die Energien unserer Dimension und einer anderen im Gleichgewicht halten soll. Okay. Haben wir nichts frei, ne? Okay. Dann abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, fehlen uns ja noch ein paar. Wir machen aber vorerst hier weiter und gucken mal, wie viel der Kristall denn wert ist. Das interessiert mich jetzt echt. Wie hieß der? Irgendwas mit C, ne? Ich schaue einfach mal auf den Wert. Weiß, dass du die Crew verjagt hast. Aha. Naja, gucken wir mal. Das kaufen wir noch voll. Ja gut, 1.200.000, nee, 12.900.000. Ah nee, nee, 12.900.000, so. Nein. 1.290.000. Okay. Ja, gucken wir mal, was übrig bleibt, ne? Nee, SA darf nicht sinken. Was ist denn SA? Aha. Ja, wir brauchen hier nur 4 für die starke Attacke. Die sieht auch viel besser aus, muss ich echt sagen. Zerlegen war. Zerlegen, zerlegen. Oh, ein Speer, der mehr Damage macht. Ich hätte gleich drauf gucken sollen, ich Idiot. Oh, endlich ein neuer Speer. Der alte war so schon so langweilig.
Ah, einfach just for the lols. Ich würde sagen, wir verkaufen alles von großem Wert, oder? Gucken wir jedenfalls mal, wie viel das dann wert ist. Nee, geht sich sowieso nicht aus, dass wir uns so ein Melonen-Chili kaufen. Ist viel zu teuer. Da ist ein Rufzeichen. Na, zudem... Turtles! Thomas! Eisen-san hat ein Telegramm geschickt. Was? 手紙届きました。なぜかボロボロだったけど、お兄ちゃんの本当の気持ちが伝わってきました。今更感は否めなかったけど、ご神様に教えてくれた精霊術、説明がわかりやすくてすぐに覚えられました。いくつか誤字があったけど、海賊に言うのもどうかと思うけど、お仕事頑張って。あと、私は秘密は守る方です。 だから、何でも手紙に書いてください。特に待ってないけど、読むのは嫌いじゃないです。山からは見えないけど、海を思って、お兄ちゃんの無事を祈ってます。私は元気です。ああ、まったく兄弟揃ってひねくれ者じゃな。遠回しな愛情表現にも程があるわ。まだ続きがあるよ。 追伸、ノルサマ人形ありがとう。別に可愛くないけど、少し気に入りました。ただ、夜になると、どこからか、手紙を書くがよい、兄の弱音を聞いてやるがよい、と聞こえてきます。結構イラつくけど、お兄ちゃんのくれたものだから、特別に許してあげます。これで全部だよ。なかなかしっかりした子ですね。 そういえば、名前は何て言うの？エドナだ。なかなかいい名前ね。当然だ。俺がつけたんだからな。エドナ ist echt ein schöner Name. Erinnert mich nur ein bisschen an Edna bricht aus. Ja, ist ein Click-and-Point-Adventure von Delalic, aber das werde ich nicht spielen, glaube ich. Teponia werde ich vielleicht spielen, 1 bis 4, aber bin nicht so der Fan von Ding, von, wie heißt, Edna bricht aus. Das ist mir einfach viel zu lang und man kann einfach mit alles interagieren. Das schaut ihr vielleicht bei Kronk an. Habe ich auch gemacht, obwohl ich Kronk jetzt nicht so ultra gern schaue. カノノシは空の上だよ。空に何かある。 Lol. Ja geil, dass ich jetzt nichts sehe. Da. Alter. Endkampf oder was?
wäre natürlich schon hart. あの高さではグリフォンでも無理そうですね。わしの式がは一人乗りじゃしな。おそらく悩む必要はないだろう。え？はは。転送術とは手回しがいいな。カノヌ氏が完全覚醒するには 私とライフセットがいる。決戦は向こうも望むところってことよ。こっちだって望むところだよ。などとノリで飛び込むでないわ、そこつもの。ちゃんと調べんか。ごめんなさい。おお、ここに来て初めてマギルーが正論を言ったな。不吉ね。念のため辺りを調べてみましょう。 Ja, ich wollte Magilu noch wieder den Helm aufsetzen. Den Helm, den Hut. Ach Gottchen, ja. Mit wem kann man denn da sprechen? Mit Magilu.今なんでの。初めて会った時は思いもしなかったわ。あんたとこんな付き合いになるなんて。いや、俺も。まったくこの世は無常。己の思い通りには9割9分なりません。人はならぬものをなそうとする。七転八倒、愛別陸の苦行の果てに死んでいくんじゃな。私たちは 苦しむために生まれてきたのかしら。知らん。じゃが成功が保証されておったら人間は動かん。願いが叶うかどうかわからんから前に進むんじゃ。ここでないどこかへ一歩でも前へ。泣いて怒って笑いながらベルベットや。きっとこの歩みこそが生きるということなんじゃよ。大丈夫？ 普通にいいアドバイスしちゃってるわよ。時にはこんな思いもよらんことが起こる。人間も人生もそう捨てたもんではないの。Ich finde das ja geil, wie Magilu so rumtanzt. Können wir da rein? Da haben wir das erste Mal gegen Artorius gekämpft. Muss hier irgendeinen Nutzen haben, dass wir da rein können. Es kann ja nicht komplett nutzlos sein. Okay. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? どうやら大魔師はいないようね。でもかなりの精霊がいます。カノヌ氏と直接契約した精霊、バイシンたちだ。気をつけろ。 厄介そうね。
そうでもないさ。全部切り倒すだけのことだ。Okay. Yeah. Entschuldigung. Dieser Teleportationspunkt ist inaktiv, okay. Ich dachte eigentlich, das wäre, dass wir unser Board benutzen können, weil es ist ja schon ein bisschen weiter weg. Okay, Eisen hat einen Special, Luffy hat fast einen Special. Alter, wie kann Rukoro fast down gehen? Ja, wir fallen jetzt auf einen HP. Ah, ne, doch nicht. Werden das immer mehr? そこだ！くらいつくせ！爆笑ゲーム！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 そこだ！くらいつく
Das tut voll weh. Im Finger. Ach, Gottchen. Ja, Magelu hat jetzt auch ein Special. Das heißt, wir haben Special, 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 kein Special, kein Special und kein Special. Welcher Special von den zweien ist denn besser? Ich würde Luffy sagen. Aber das waren gerade viel zu viele, Alter. Jetzt tut mir mein Daumen so weh, so als hätte ich einen Krampf. Ah, halt, halt's Maul. Das ist hart. Ich glaube, wir sollten Kämpfe in nächster Zeit vermeiden. Lol. Ich wusste nicht, dass das Gegner sind. Alter, da gibt es so viele Teleportationspunkte. Aber nur einer ist aktiv. Ha, was ist denn die Höhle da? Wahrscheinlich müssen wir dann einfach da in den Teleportationspunkt rein und müssen den erst aktivieren, indem wir durch alle anderen Teleportationspunkte gehen und irgendeinen Scheiß aktivieren. Ich dachte, das wäre irgendwas zu benutzen, das da. Dabei sind das nur Monster. Gelbes Juwel, das von ihm stammt, verströmt extrem starkes Mana. So, ich kratze mich eben. Ach. Nee. Kann nix brumm brumm die Mücke?
Alter. Was muss ich denn tun? Hey, geh weg. Geh weg. Warten wir uns nochmal zurück. So. Da drüben waren wir schon. Aha, zur Kiste kommen wir, indem wir da... LOL. Raufgehen. Weil da unten sind wir schon gegangen. Alter. Nee, ich wollte jetzt nicht gegen die kämpfen, weil dann kommen wieder 20 Millionen Viecher von denen. Geh weg. Ja, seit wann machten die da so ein Ausfallschritt, ne? Mit dem Teleportationspunkt waren wir, glaube ich, schon. Da müssen wir uns rüberboarden, denke ich mal. Ich guck mal eben, ob das wirklich der Teleportationspunkt war, bei dem wir schon waren. Ah ja. Aber ist... Da ist jetzt ein neuer Teleportationspunkt aktiv, den habe ich gar nicht gesehen. Schade, dass ich das Board hier nicht verwenden kann. Ausweichskills. Aha, jetzt sind wir hier, okay. Was haben wir jetzt zu tun? Wahrscheinlich raufgehen, ne? Geh weg. Alter, wie nervig das ist. Den Endkampf hätten die wohl ohne die Dinger machen können. Da ist noch mal so eine Marke.